ein toller Sonnenuntergang, ha, Eddie? Dafür kann man schon mal eine Woche lang den Abwasch machen. Boah, was ist das denn? Des Grauens. Ja, war kitzlig. Mal sehen. Sonnencreme, Handtuch, Badehose, fertig. Für den Strand packe ich am liebsten, weil es so simpel ist. Ich kann mir nichts Langweiligeres vorstellen, als den ganzen Tag am Strand rumzuliegen. Naja, wenigstens Java macht's richtig. Er wird der bestgekleidete Koch von ganz Paris sein. Französisch esst lecker, yum. Du glaubst, ich liege die ganze Zeit nur rum? Wach auf und riech an der Sonnencreme, Schwesterchen. Nach all dem Wellenreiten und Partys feiern werde ich sicher Urlaub brauchen, um mich von diesem Urlaub zu erholen. Ach ja, übrigens, wie kommst du mit deinem Buch voran? Ich könnte etwas geistlose Strandlektüre gut gebrauchen. Es würde dir nicht gefallen. Zu viele Wörter und keine Aliens oder mutierte Roboter, die deinem geistigen Niveau entsprechen. Kein Problem, ich weiß schon, wie ich es aufpeppen kann. Ein bisschen Sonnenschleim hieft es in meine geistigen Sphären. Martin, du willst doch nicht etwa mein Manuskript zerstören. Ach, wo denkst du hin? Ich will es nur etwas verbessern. Gib das her! Wenn ich dich zu fassen kriege, verbringst du deinen Urlaub im Krankenhaus! Die Basis! Mom will uns sicher noch Bon Voyage wünschen. Übrigens, Java, das ist Französisch. Oh. Ja! Martin Mystery, clear. Diana Lombard, clear. Java Neanderthal, clear. Hey, Leute! Hi, Billy! Hey! Hi, Mom. Sie hätten uns nicht zur Basis bringen müssen. Wir wären schon nicht in den Urlaub gefahren, ohne uns von Ihnen zu verabschieden. Urlaub? Nun, zumindest sowas Ähnliches. Ihr werdet BITs. BITs? Wofür steht das denn? Ah, besonders intelligente Typen oder brisante Informationsträger. Wie wär's mit Betreuer im Training? Ihr fahrt ins Sommercamp. Sommercamp? Ihr habt's erfasst. Wir haben Berichte von seltsamen Lichterscheinungen in einem Sommercamp oben im Norden erhalten. Ihr beide werdet als Betreuer in das Camp gehen. Java wird den Koch spielen. Wir sollen unseren Urlaub aufgeben für eine Handvoll Kinder in einem Sommercamp? Na, wundervoll. Aurora Borealis. Das ist kein Grund, schnippisch zu werden. Nein, Aurora Borealis, die Nordlichter. Das sind Lichtströme am Nachthimmel, die sich über dem Nordpol bilden können. Martin hat recht. Das war's, was die Kinder gesehen haben. Höchst unwahrscheinlich. Uns wurden vermehrt paranormale Aktivitäten in dieser Gegend gemeldet. Das ist eine echte Mission und sie ist wichtiger als euer Urlaub. Habt ihr das verstanden? Noch Fragen? Nur eine. Was ist das da für ein glühendes Licht? Eine hochentwickelte Alien-Technologie? Ein Solarium. Ich bereite meine Haut auf den Strandurlaub vor, den ich demnächst nehmen werde. Sind wir also? Nicht ganz der Urlaub, der mir so vorschwebte. So schlimm ist es auch wieder nicht. Außer natürlich, dass du auch mit dabei bist. Sieht hier alles ganz friedlich aus. Das ist eine freundliche Umschreibung für todlangweilig. Ihr seid bestimmt die neuen BITs. Hi, ich bin Nancy, die Leiterin hier. Hi, ich bin Martin, geheimer, ich meine, super Spezial-BIT natürlich. Und ich habe gerade zu meiner Schwester Diana gesagt, was für ein wunderbares Camp ihr hier habt. Freut mich, dich kennenzulernen. Das ist Java, der neue Koch. Martin, das ist die Hütte für dich und deine Jungs. Diana, ihr Mädchen, seid auf der anderen Seite. Jeder von euch ist für zwei Camper zuständig. Ihr werdet sie und die anderen Betreuer beim Essen kennenlernen. Habt ihr noch Fragen? Ja, uns würde sehr interessieren, was du über diese seltsamen Lichter weißt.
Macht euch mal keine Gedanken über diese Schauermärchen. Die Kinder haben Nordlichter gesehen und sich dann was zusammengesponnen. Weißt du, mir scheint, wir beide sind auf derselben Wellenlänge. Ah! Wurden nicht neulich erst zwei Jungs mit ihrem Kanu ins Wasser gezogen? Aus dem Kanu gefallen trifft es eher. Und dann haben sie sich eine Geschichte über ein Wasserungetüm ausgedacht. Mal sehen, ob sie eine Woche Küchendienst künftig davon abbringen wird, ungefragt ein Kanu zu nehmen. Und an dem Kanu ist dir nichts Ungewöhnliches aufgefallen? Seht euch doch selbst an. Sieht wie ein ganz normales Kanu aus. Komm mit, Java, ich zeig dir die Küche. Was für Essen möchtest du machen? Französisch. Ich sag das wirklich nur ungern, aber sie hat recht. Weder Biss noch Kratzspuren. Und wir sitzen hier fest und vergeuden wertvolle Urlaubszeit. Cool, da ist irgendein klebriges Zeug am Boden. B-Watch aktiviert. Wähle Schleimanalyse. Wahrscheinlich nur flüssiges Harz. Kann sein, aber wir sollten Billy trotzdem eine Probe davon schicken, nur um sicher zu gehen. Und wenn das tatsächlich nur Harz ist, lässt uns Mom vielleicht bald wieder von hier verschwinden. Wo willst du denn hin? Ich mache mit den Jungs einen Campingausflug an den See. Ich will rausfinden, ob es wirklich nur die Nordlichter waren, die sie gesehen haben. Oder doch etwas anderes. Die Camper dachten, das Geräusch käme von einem Waschbär. Aber als sie aus dem Zelt spähten, biss ihnen das Phantom den Kopf ab. Ah, das mutierte Spinnenwesen aus den Bergen. Kam mir doch gleich irgendwie so bekannt vor. Du kennst diese Geistergeschichte? Oh, das ist kein Geist. Das ist ein Wesen, das seinen Opfern ein Gift injiziert, wodurch deren Eingeweide verflüssigt werden. Oh, ein organzersetzendes Wesen. Das hört sich echt cool an, wenn die Geschichte wahr ist. Oh, aber natürlich ist die wahr. Möchtest du meine Narbe sehen? Hä? Dieses alte Biest hat mir ganz schön zugesetzt, bevor wir es erledigt hatten. Ich erzähle euch mal, wie es gelaufen ist. Nachdem wir also dieses Spinnenwesen gefangen und gezähmt hatten, haben wir ihm einen Job als Bulettenwender in einem Burgerrestaurant in Phoenix verschafft. So, das war's. Zeit fürs Bett. Ab in eure Zelte. Können wir denn nicht hier draußen in deiner Nähe schlafen? Ich meine in der Nähe des Feuers. Ihr wollt also hier draußen schlafen unter freiem Sternenhimmel? Klar, wieso nicht? Vielleicht sehen wir ja sogar ein paar UFOs. Hast du das gehört? Martin, wach auf! Wie? Was? Hat ein Waschbär unseren Proviant geklaut? Dieses Spinnenmonster ist hier gewesen. Ach, sei nicht albern. Ich hab doch gesagt, dass es jetzt ganz zahm in einer Imbissbude arbeitet. Okay. Gib mir mal die Taschenlampe. Ist wohl mein Fehler gewesen. Ich hätte ihm nichts davon erzählen sollen. Eddie? Ich komme schon! Daryl! Eddie! Hier hat es mich umgeworfen. Martin, sieh nur! Das hing an einem Ast in der Nähe der Lichtung. Sch, hört ihr das? Hallo Leute, ich bin's nur. Ich habe die Untersuchungsergebnisse eurer Probe. Und was kannst du uns darüber sagen? Es handelt sich nicht um ein Pflanzensekret. Mehr wissen wir nicht. Es ist eine uns völlig unbekannte Substanz. Das bringt mich auf etwas. Wir sollten das hier auch mal überprüfen. Wähle Schleimanalyse. Es ähnelt einem uns bekannten Insektensekret. Aber irdischen Ursprungs ist es ganz sicher nicht. Ich nehme es zur Basis mit, für eine eingehendere Untersuchung. Los, kommt! Wir suchen weiter nach den Jungs. Ich fürchte, wir werden sie nicht finden, Martin. Wir sollten besser mal nach den anderen im Lager sehen. Du könntest recht haben. Ausnahmsweise. Hä? Die sind weg? Seht, Licht jetzt an.
als wäre jemand zu Hause. Also entweder unsere Kollegen bauen ein ziemlich missglücktes Modell des Eiffelturms oder sie bieten irgendeinen glühenden Obelisken an. Jemand da kommt. Oh, ich glaube, das ist mehr als einer. Oh, das Glühen war zu hell. Ich kann überhaupt nichts mehr sehen. Wir sind umzingelt. Wir überrumpeln sie einfach. Los geht's. Eine Plastikhülle, die mich aufhalten könnte, gibt es nicht. Oh, was ist denn nur passiert? Während du geschlafen hast, wurde dein Buch veröffentlicht und jetzt bist du eine weltberühmte Autorin. Ist das wahr? Nein. Ich hab doch nichts getan. Wo wir sind? Scheint irgendein Schuppen zu sein. Was auch immer uns hierher verfrachtet hat, es hat uns in Plastikfolie gewickelt wie ein Lunchpaket. Martin, warum hilfst du Java nicht? Weil ich versuche, etwas über diesen Obelisken herauszufinden. Da haben wir es ja schon. Es ist das Symbol von Saurus, einem Reptiliengott, der vor genau 1000 Jahren jungen Menschen die Lebensenergie ausgesogen hat. Warte. Da ist ja noch ein Eintrag zu diesem Symbol, der 2000 Jahre zurückreicht. Und noch einer, nochmal 1000 Jahre davor. Das geschah überall auf der Welt. Dieser klebrige Schleim ist auf unserer Welt völlig unbekannt. Tja, vielleicht ist dieses Ding gar kein Gott, sondern ein Alien. Ja, ein Alien mit einem 1000-jährigen Lebenszyklus. Sie haben die Mädchen geholt. Bewatch aktiviert. Wähle Laserschneide. Die Plastikhülle hat noch nicht aufgegeben. Wir müssen hier verschwinden. Wir sind gleich durch. Geschafft. Jetzt, Java. Oh, diese Kollegen hier sollten ein bisschen mehr auf ihre Umgangsform achten. Also dieser Schleim her, ich war in Echsenspucke eingehüllt. Cool. Sie bringen sie zum See. Java Echsen, ich mag. Komm mit. Wo sie haben Diana hingebracht? Dahin! Also recht, Saurus ist wirklich ein Alien. Wir sind auf einem 1000 Jahre alten Raumschiff. Schrotthaufen das ist. Was passiert hier mit mir? Oh.
Diana hat schon mal besser ausgesehen. Ja, aber den Ort hier nicht mag. Sauros, er erwacht zum Leben. Raumschiff, es bewegt sich! Diana! Nein, warte! Nancy! Sauros, was hat er mit den Kindern vor? Hast du gewusst, dass 4 Teenager über so viel Energie verfügen, dass damit ein ganzes Raumschiff angetrieben werden kann? Sauros muss es nur noch aus dem See herausheben. Dann kann er die ganze Welt unterwerfen. Wir müssen ihn aufhalten! Nimm sofort deine schuppigen Pfoten von meiner Schwester! Wähle Multistab! Ich dachte, man hätte euch engagiert, damit ihr auf die jungen Camper aufpasst. Muss euch wohl entfallen sein. Na schön, dann werde ich das übernehmen. Da! Ja! Unsere Verwandlung kostet Sauros seine ganze Energie. Das hat noch nicht gereicht. Das Schiff steigt noch immer. Unsere allerletzte Chance. Hey, Schwester, wie wär's mal mit einer kräftigen Umarmung? Sauros Energie ist erschöpft. Das Schiff hört aufzusteigen. Jetzt müssen wir hier raus, bevor es wieder sinkt. Oh, was auch immer du getan hast, gut gemacht. Wo sind wir? Was ist passiert? Erkläre ich dir später. Wir müssen hier raus, sofort. Augenblick, als wir das Ding gefunden hatten, war es, als wäre es die ganze Zeit in meinem Kopf, sogar noch bevor ich eine Echse wurde. Aber jetzt, wo es seine Energie verloren hat, ist es nur noch ein hässlicher Türstopper. Ich würde sagen, jetzt haben wir uns den Urlaub aber verdient. Das werden wir gleich von der einzigen Person erfahren, deren Meinung in dieser Sache wirklich zählt. Hi, Mom. Unsere Arbeit hier ist wohl beendet. Zeit für einen kleinen Strandbesuch. Die beiden waren einfach unglaublich. Sie haben sich sogar in Aliens verwandeln lassen, um uns zu retten. Ihr seid alle in Aliens verwandelt worden? Oh, das ist wirklich schrecklich. Ich schlage vor, ihr gönnt euch erstmal ein paar schöne, ruhige Tage. Sämtliche Kosten werden von der Basis übernommen. Das klingt super.
und was ist mit uns? Ja, wir haben die ganze Arbeit gemacht. Nur kein Neid. Wir nehmen sie nur mit zur Basis, um, sagen wir mal, ihr Gedächtnis wieder zu justieren. Auf Wiedersehen und einen schönen Sommer. Und einen schönen Sommer? Warten Sie! Wer kümmert sich denn jetzt um die Kinder? Hä?